Ein Gemälde von Adolf Hitler. Gasmasken aus dem Zweiten Weltkrieg. Medaillen und kistenweise Dokumente aus der NS-Zeit. Ein Museum? Nein. Diesen Nazi-Schatz legte die Flut im Hagener Stadtteil Eckesey frei. Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um die Dienststelle einer Ortsgruppe der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt gehandelt hat. Sie sehen hier ein Informationsblatt für diese Institution. Und diese Volkswohlfahrt war im Grunde sowas wie ein Sozialverband der Nazis, der parallel existierte zu Deutschem Roten Kreuz, Caritas, Diakonie. Das gab es ja alles. Was es nicht gab, war die Arbeiterwohlfahrt, die war verboten. Und die hatte zum Ende des Krieges im Prinzip den ganzen Sozialbereich unter sich. Aufgaben dieser Ortsgruppe? In Kriegszeiten Gasmasken verteilen. Lebensmittelzuteilung und ganz der Bürokratie folgend, Auflistung der Einnahmen und Ausgaben des Ortsverbundes. In einem alten Schacht hinter einer Zwischenwand verbarg sich dieses Nazi-Geheimnis. Vom Erdgeschoss bis zum Dachboden reichte das Versteck. 12 Kartons voller Material trugen die Mitarbeiter von Archivar Hubertus Wolzenburg zusammen. Offenbar hatte ein unbekannter Bewohner den Schacht eilig mit Nazi-Dokumenten gefüllt, ehe die Amerikaner im April 1945 in Hagen einmarschierten. Wir werden diese Sachen alle fein säuberlich auseinanderfalten, abstauben, sortieren und wir glauben schon, dass wir dann eben diese Dienststelle in ihren Funktionen dokumentieren können und dass man da Erkenntnisse gewinnen kann, wie so eine örtliche Organisation halt wirklich gearbeitet hat. Die heutigen Bewohner ahnten jahrzehntelang nichts von den Nazi-Utensilien in der Wand. Auch die Vorbesitzer wussten offenbar nichts von dem Versteck. Erst die Flut spülte diese Zeitzeugen ans Licht. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.